Ich begrüße euch alle zum Pressefrühstück. Bedanke mich gleichzeitig beim ADAS Peter als unserem Sponsor für die Bereitstellung der Räumlichkeiten, der Getränke und natürlich auch des Imbisses. Ich bitte dann natürlich auch jeden, sich am Imbiss dann entsprechend zu bedienen und würde an der Stelle dann gleich das Wort an Herbert übergeben, dass er seine Ausführungen zum zuvorkommenden Spiel macht. Ja, schönen guten Morgen. Zuerst mal freut es mich, dass wir das Viertelfinale gut überstanden haben. Ich denke, das war für uns so etwas wie ein Minimalziel, weil wir ja unbedingt im internationalen Wettbewerb wieder dabei sein wollten. Damit ist der EHF Cup erreicht und damit ist auch die internationale Präsenz des THC gewährleistet. Und das war sicherlich eines der Mindestziele, die wir uns vor der Saison gesetzt haben. Wir wollten uns in der deutschen Spitze etablieren. Das ist uns schon durch den Hauptrundensieg gelungen. Und durch das Erreichen des Halbfinales haben wir einen weiteren Zwischenschritt erreicht. Und ich betone Zwischenschritt, weil ich denke, wenn man als deutscher Meister, als Titelverteidiger in ein Playoff reingeht und dann auch als Tabellenerster, dann will man natürlich auch alles dran setzen, um seinen Titel zu verteidigen und um diese Titelchance auch bis zum Schluss zu wahren. Das heißt, im Prinzip wären es dann noch 4 Spiele, ganz, ganz wichtige Spiele, ganz, ganz entscheidende Spiele, von Mannschaften, die sich alle auf Augenhöhe begegnen. Ich denke, genau das hat auch das Pokalfinal Four vom Wochenende jetzt gezeigt, wo ja auch 4 absolute Top-Teams präsent waren, 4 absolute Spitzenmannschaften aus der Bundesliga und dass dann auch, ich würde es jetzt nicht sagen eigenartige, aber vielleicht Überraschungen zustande kommen können. Das haben diese Spiele gezeigt, weil ich denke, dass niemand vor diesem Final Four auf das Finale Oldenburg gegen Leverkusen dann gewettet hätten. Aber wir haben natürlich diese Spiele ganz, ganz, ganz genau verfolgt, speziell im Hinblick auf Leverkusen. Und Leverkusen konnte da ein Ausrufezeichen setzen, das ist gar keine Frage. Ich habe, als die Frau Wolf ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, gesagt, dass Leverkusen jetzt richtig zum Titelfavoriten wird. Und genau das ist passiert. Die Mannschaft wirkt erleichtert, fast erlöst und spielt einen ganz, ganz anderen Handball als in der Bundesliga-Saison. Sie sind schier nicht wiederzuerkennen. Sie haben bei diesem Final Four einen fantastischen Ball gespielt, sind hochverdient mit einem klaren Sieg über Buxtehude ins Finale gekommen und haben auch im Finale, vor allem in der ersten Halbzeit, dominiert. Oldenburg hat es dann geschafft, über das Tempospiel sie in der zweiten Halbzeit zu überlaufen. Und das waren auch für uns Signale, die wir aufgreifen können, worin wir uns eigentlich bestätigt fühlen, wie man eigentlich Leverkusen dann packen kann. Leverkusen hat in diesen beiden Spielen, ähnlich wie in der Bundesliga schon davor, auf eine überragende Laura Steinbach zurückgreifen können, die sehr, sehr gut geworfen hat, die auch beim Final Four zur besten Spielerin gewählt worden ist. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass jetzt inzwischen der gesamte Rückraum sehr, sehr gefährlich ist. Denisa Glankovicova ist Torschützenkönigin geworden bei diesem Final Four Turnier und die junge Kim Naitsevicius zusammen mit Anne Jochin haben hervorragend Regie geführt und diese 4 Rückraumspielerinnen waren enorm gefährlich, haben sehr wichtige, sehr entscheidende Tore auch von 9-10 Meter geworfen, mit einer Selbstverständlichkeit, wie man sie beim Leverkusen schon lange nicht gesehen hat. Es waren Sprungwürfe dabei, Schlagwürfe, Hüftwürfe, 1-gegen-1 Aktionen. Man hat gesehen, dass die Mannschaft richtig, richtig gefährlich ist und sicherlich auch zu einem Titelanwärter zu zählen ist. Dazu kommt sicherlich noch dazu, dass gerade im Halbfinale gegen Buxtehude Nathalie Hagel das Tor schier verschlossen hat, mit Valentina Salamaca, eine Torhüterin, eigentlich sehr konstant schon das ganze Jahr Leverkusen in den Spielen hält, mit Steffi Eggert am Kreis, immer wieder eine sehr gefährliche Kreisläuferin, die sehr schwer zu verteidigen ist, die ihre Masse gut einsetzt, die sicherlich ein sehr, sehr gefährliches Kreisspiel für ein gefährliches Kreisspiel steht. Und speziell über die Linksaußenposition haben sowohl Hilster als auch Garcia Almendares hervorragend gespielt, sind gut Konter gelaufen, waren gefährlich. Auf der anderen Seite haben wir ja mit Marlene Zapf eine Neu-Nationalspielerin, die man auch im Prinzip nicht vernachlässigen darf. Das heißt, ich habe jetzt schon fast mehr als eine Mannschaft aufgezählt, die alle sehr gefährlich sind und wir müssen gewarnt sein. Nichtsdestotrotz ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auf die eigenen Stärken besinnen. Und das ist das, was die Mannschaft tun will, woran wir arbeiten. Wir wissen genau, dass wir besser müssen und besser können, als wir das im Achtelfinale gegen einen sehr gut aufgelegten Blomberger Gegner getan haben.
Aber wir haben uns im Endeffekt mit 2 Siegen durchgekämpft. Und jetzt hoffe ich, dass auch nochmal diese spielerische Leichtigkeit dazukommt. Auch diese wilde Entschlossenheit, alles zu tun, um unseren Titel zu behalten. Weil ich glaube, dass auch zusätzlich dazu noch eine mentale Stärke gefragt sein wird. Weil wenn dann in einem Halbfinale Mannschaften aufeinandertreffen, wo wirklich nur Kleinigkeiten noch den Unterschied machen, denn das Zünglein an der Waage dann sein können, dann muss eine mentale Stärke da sein, ein unbedingter Wille in den entscheidenden Spielsituationen, die Dinge für dich zu biegen, es in deine Richtung zu ziehen. Und ich glaube, dass wir da in den nächsten Tagen dran arbeiten müssen, um unsere gute Deckung, schnelles Spiel, unsere mentale Stärke herauszuarbeiten, damit wir dann das, was wir eigentlich wollen, nämlich ins Finale einzuziehen, auch wirklich erreichen können. Dankeschön. Vielleicht noch ein Satz zum Personellen, leider Gottes ist es so, dass Katrin Engel krank ist. Katrin Engel hat nach dem Blomberger Spiel nochmal sich ein Virus eingefangen. Sie war gestern noch im Krankenhaus, hat nochmal irgendeinen Schlauch durch die Nase bekommen und sie kriegt so recht diesen Grippevirus nicht weg, plagt sich schon eigentlich jetzt sehr lange damit rum. Sie konnte bisher nicht trainieren. Auch heute haben wir noch nicht das Okay vom Arzt bekommen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass sie am Mittwoch spielen kann und wer Katrin kennt, weiß, dass sie alles dran setzt, um da dabei zu sein. Also wäre es natürlich wünschenswert, dass wir komplett auch antreten können. Ja, kann die Spielerin was dazu sagen, warum es im Training klappt und im Spiel dann nicht? Wenn das so einfach wäre, dann würden wir es sicherlich im Spiel genauso machen. Also manchmal hat man da auch keine Erklärung für und manchmal kann man auch nicht genau sagen, das liegt da und daran. Ich kann nur zustimmen, was Herbert gesagt hat, im Training klappt es wirklich hervorragend und da staunen wir selber manchmal, was wir für Würfe rauslassen. Und von daher, wir wissen, dass es in uns steckt und ich denke, wir haben es, wie gesagt, oft gezeigt. Ich hoffe, dass es jetzt rauskommt und dass wir jetzt wirklich auch mal ein gutes Spiel abliefern. Am Ende, mit wie vielen Toren wir dann gewinnen oder wie es ausgeht, ist vielleicht erstmal zweitrangig. Aber wir wollen auch endlich mal wieder ein richtig gutes Spiel zeigen, Selbstbewusstsein auch dementsprechend für die kommenden Spiele, die dann auch hoffentlich kommen werden, holen. Und einfach zeigen, dass wir noch der THC sind, der wir vielleicht mal waren. Nadja, ihr habt ja auch jetzt nochmal am Wochenende mit der Mannschaft zusammengesessen, habt da ja auch nochmal ein bisschen wahrscheinlich auch darüber diskutiert. Hat euch das nochmal so ein bisschen auch einen Schwung gegeben jetzt in Vorbereitung auf das Spiel? Also ich denke, dass man schon jetzt gemerkt hat, wenn man gestern im Training gewesen ist, dass wirklich jetzt alle da sind und jetzt auch alle wissen, worum es geht und dass, genau wie Herbert auch gesagt hat, jetzt dieser Ruck durch die Mannschaft hoffentlich gegangen ist oder spätestens heute Morgen, wann auch immer, kommen wird. Ich denke schon, dass alle wissen, worum es geht und dass man niemandem groß mehr sagen muss, was das jetzt für Spiele sein werden, die auf uns zukommen. Also ich denke, jeder, der das nicht weiß, der ist in diesem Metier falsch. Von daher glaube ich, dass wir alle Lust haben auf diese Spiele und wirklich, dass auch die Spiele sind, wofür man ein ganzes Jahr lang arbeitet und schwitzt und kämpft und weint und was auch alles dazugehört. Von daher, ja, wer jetzt nicht da ist und wer jetzt nicht weiß, worum es geht, ich denke, ja, der ist da falsch bei uns in dem Handball. Ist die Pause, die wir hatten, im Gegensatz zu Leverkusen eher ein Vorteil oder ein Nachteil für uns? Leverkusen ist ja jetzt drin im Spiel durch das Wochenende. Ja, man kann es sehen, wie man es will, man kann es drehen und wenden. Ich habe schon erwähnt, unsere Trainingseinheiten waren am Samstag und Sonntag sicherlich auch nicht einfach. Die waren ähnlich belastend wie vielleicht ein Spiel. Leverkusen wird sagen, oh, wir mussten spielen, wir mussten ein hohes Tempo gehen, wir sind im Nachteil. Ich sage ganz ehrlich, ich hätte gern die Chance gehabt, meinen Titel in Göppingen zu verteidigen. Das haben wir uns selber verbaut durch die Niederlage. Das haben wir nicht verdient, dorthin zu fahren. Das mussten wir so annehmen. Aber im Prinzip, wir haben uns das nicht ausgesucht. Wir hätten ganz gern dort gespielt in Göppingen, hätten uns dort präsentiert und alles dran gesetzt, um auch den Pokaltitel zu verteidigen. Da wir das nicht geschafft haben, mussten wir entsprechend zu Hause trainieren und wir nehmen es so, wie es kommt. Ich mache mir da keine großen Gedanken. Mich interessiert meine Mannschaft, mich interessiert den Gegner, auf den ich diese Mannschaft einstellen muss und das war's. Eine Frage, die man eigentlich nach dem Spielen generell stellen sollte, ich stelle sie trotzdem schon mal jetzt. Weil mir das am Wochenende deutlich nochmal aufgefallen ist, die deutsche Spitze im Frauenhandball ist einfach zusammengerückt. Das haben wir auch schon viele festgestellt. Man kann es nach den ersten
nach der Platzierung der Hauptrunde ja schon ablesen, was da alles möglich war. Wie sieht das international aus? Würdest du da schon aus der jetzigen Sicht irgendwas sagen können, gibt es da eine Weiterentwicklung oder gibt es nur ein Zusammenrücken auf einem nicht so hohen internationalen? Ich glaube, man muss sagen, dass es ein Zusammenrücken auf einem ansprechenden internationalen Niveau ist. Ich glaube, dass die deutschen Vertreter im EHF Cup oder im Cup der Cupsieger gezeigt haben, dass man sehr, sehr weit kommen kann. Leipzig ist weit gekommen, hatte im Halbfinale gegen Viborg zwei sehr gute Leistungen, hat sich wirklich super präsentiert da, gegen so eine internationale Top-Mannschaft. Auch in beiden Bewerben kann man mithalten, da hat man sogar eine Chance, ganz, ganz weit zu kommen. Wenn wir aber von einem absoluten Top-Niveau spricht, Champions League spricht, dann ist das Erreichen der zweiten Gruppenphase das absolut maximale Ziel. Mehr ist da sicherlich nicht drin. Eine Bundesligamannschaft, die ein bisschen Glück hat bei der Auslosung, das hat Nürnberg gezeigt, das hat Leipzig gezeigt, ist in der Lage, über die erste Gruppenphase rauszukommen. Das kann man noch schaffen, aber selbst da braucht man schon, wie gesagt, ein bisschen Losglück und richtig an sein Limit, aber danach ist sicherlich Ende. Die Chance auf ein Halbfinale hat momentan mit der derzeitigen Leistung der Bundesliga keine Mannschaft, auch nur den Hauch einer Chance. Und es wird so sein, dass die Schere international, und das betrifft nicht nur die Bundesliga, sondern ganz allgemein, noch weiter auseinandergeht. Es gibt momentan Mannschaften, die rüsten auf wie die Wahnsinnigen. Eine meiner Lieblingsspielerin, Alexandrina Barbosa, hat gestern mich angerufen und mir mitgeteilt, dass sie in Vulcea unterschrieben hat. Das bedeutet, mit Gjör, mit Vulcea, mit Larvik als kompletter Mannschaft dann wieder nächstes Jahr, wenn die Verletzten und Schwangeren zurückkommen. Krim, Ljubljana. Eventuell noch Podgorica, wobei man da aufpassen muss, weil ja Bojana Popovic und Savic und Dokic aufhören, sind das die fünf Mannschaften, die eine absolute Dominanz in Europa ausstrahlen werden und alle anderen in Grund und Boden spielen werden. Da können selbst die russischen Vertreter nicht mehr mithalten, da kann ein Hypo nicht mehr mithalten, jetzt auch Enizako, ein Metz, die in den letzten Jahren doch auch noch ansprechende Rollen gespielt haben, da geht die Schere noch weiter auseinander. Da gibt es diese finanzstarken Teams, die unglaubliche finanzielle Potenz hinter sich haben. Das rumänische Chemiekombinat ist jetzt von Gazprom übernommen worden und wer weiß, wie die engagiert im Fußball sind, dann müssen die nur einen Bruchteil davon in den Handball stecken und dann kann man da viel erreichen. Gjör mit Audi im Rücken, die ganz viel reinbuttern, Larvik mit den ganzen Sponsoren. Da kann man definitiv nicht mithalten. Wir müssen aber auf unserer Ebene weiterkommen. Das ist das Entscheidende. Ich denke, unser erster Schritt war es, in der deutschen Spitze uns zu etablieren. Das Double war sensationell. Wir wollen unseren Titel verteidigen. Wir wollen jedes Jahr um Titel mitspielen. Man kann nicht Titel garantieren, aber wir wollen nicht, dass der letztes Jahr der letzte war. Wir wollen Titel holen, keine Frage. Und zeitgleich muss definitiv eine internationale Entwicklung da sein. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Unser Ziel muss es sein, international Lücken zu schließen. Ich bin hundertprozentig sicher, auch wenn die Champions League das absolute Ziel ist, der Platz momentan, wo wir besser aufgehoben wären, rein von der sportlichen Leistung, wäre irgendwo Pokal der Pokalsieger oder EHF Cup, weil da kann jede deutsche Mannschaft bis ins Finale kommen. Mit großer Freude verkünde ich, dass Katrin Engel und Kerstin Wohlbold ihre Verträge verlängert haben. Kerstin Wohlbold für weitere 2 Jahre und Katrin Engel sogar für weitere 3 Jahre. Das heißt, die Basis für den erfolgreichen Handball beim THC ist weitergegeben, weil es ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir das speziell schaffen mit den Leistungsträgern. Eine sitzt ja da neben mir, die sie auch schon getan hat, die Verträge zu verlängern, weil das garantiert natürlich weiter Spitzenhandball beim THC und darum tue ich das hier mit großer Freude.